Wir haben nur 4,5 Stunden Videomaterial, was wir noch filmen können. Ja, so lange brauchen wir nicht. Müssen wir uns ranhalten. Noch unerledigt? Ich glaube, dass sich das in seiner ersten Schussphase schon ziemlich entscheiden wird. Ich habe nur 24 Zoll. Noch. Ja gut, aber... Ja, das sind hier wieder meine 150 Modelle. 32er Astra Militarum und 116 Schwestern mit 2 Predigern dazu. Und Sven hat mitgebracht Ultramarines mit Astra Militarum. Astra Militarum. 1, 2, 3 Trupps. Achso, das ist auch Astra Militarum. Ja. Ich habe mich gerade schon gewundert, wofür die Hurricane Bolter Systeme sind. 3 Mörser-Teams. Also wir sind gerade wirklich viel am Testen, deswegen bleibt es jetzt auch nicht so ganz aus, dass wir da noch so ein bisschen Proxy-Gedöns mit drin haben. Aber Sven ist viel schlimmer als ich. Hat bei dir irgendeine Schwester überhaupt die richtige Waffe? Ja. Nee, St. Kalestin, das Schwert ist abgebrochen. Tut mir leid. Doch nicht. Also. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Du spielst Chaos-Modelle. Das ist Astra Militarum. Nein, aber... Die sind in Lumpen gekleidet. Das ist Miliz. Avenger Strike Fighter. Dann habe ich dieses Vingilus Spezial Detachment. Habe den 10er Trupp hier zu Veteranen gemacht, um eventuell dieses Stratagem zünden zu können, dass ich Rapid Fire 2 habe. Mhm. Ich habe einen Trupp Interceptors in der Reserve gelassen. Einen habe ich aufgestellt. Hier der Schwerträger ist eigentlich ein Ancient. 2 5er Trupps Hellblaster, so ein Standard 5er Trupp noch. Und irgendwo ist noch ein Captain. Da hinten ist der Captain in Grabs. Okay. Und Mörsergedöns noch. Bei mir sind 10 Seraphim mit Flammenpistolen noch in Reserve. Hätte es vielleicht doch aufstellen sollen, wenn ich mir jetzt so begucke. Also ich hatte, Sven hat die Seitenauswahl gewonnen, deswegen habe ich zuerst aufgebaut und deswegen habe ich entschieden, dass ich anfange und Aufstellung ist offensichtlich Hammer und Amboss. Und Sven hat es nicht geschafft, mir die Indie zu klauen. Und da geht jetzt los bei mir mit Vanguard-Bewegungen, Dominator-Schwestern und dann geht es ganz regulär los im allerersten Zug. Da gucken wir wahrscheinlich gleich mal irgendwo in die Action rein. Heißt, erstmal hier der Plan ist, press nach vorne und versuchen irgendwie so mich zu stellen, dass der Flieger halt komisch fliegen muss. So, Zug 1 der Schwestern war jetzt gerade schon mal einmal durch. Wir haben im Wesentlichen geboltert. Ich habe einmal einen Scout-Trupp mit Scharfschützengewehren weggeboltert und von dem 10er Intercessor-Trupp mit Unterstützung der gesegneten Sturmbolter-Geschosse drei Modelle rausgenommen. Und ansonsten war ich hier gerade auch noch mit in den Nahkampf mit reingekommen mit den beiden Dominator-Trupps. 2x10 Astra Militarum Trupps sind weggekommen. Company Commander auf einen Lebenspunkt runter und ist im Nahkampf gerade gefangen. Und die Hellblaster haben sich zurückgezogen aus dem Nahkampf. Und Sven überlegt, glaube ich, gerade noch, was er mit dem anderen Intercessor Trupp macht. Er zieht sich auch zurück, also auch mit -1 to hit. Und der Inceptor Squad, den juckt das ja nicht, weil der Fly hat. Und aktuell sind wir bei Marco, hör gut zu, 3 toten Schwestern. Nee, 4. Hat er auch so viele im ersten? Er hat in meinem ersten Spielerzug hat er gar nichts gemacht und in seinem ersten Spielerzug hat er auch nicht mal einen Guardsman getötet. Weil ich einfach die 3 Wunden weggesaved habe, die er durchkam mit seiner Nahkampfliste. Gepunktet hatte ich 4 Marker, ich hatte Mitte freihalten gepunktet und Area halten hatte ich gepunktet. Und mein Home-Marker mit der Nummer 6, der da hinten vom
Asta Militarum gehalten wird, den werte ich dann gleich einmal höchstwahrscheinlich am Ende des Zuges von Ultramarines und Asta Militarum. Dann noch den Flieger. Ja. Hatte sie wahrscheinlich schon so gedacht, oder? Ja, war jetzt nicht damit zu rechnen, dass du den in mich reinschiebst. Ja, ich hatte es ernsthaft überlegt, den erst hier hinzusetzen, habe ich mir gedacht, ja, dann kannst du nochmal rüberfliegen, in der Hoffnung, dass du da viel Dakar drauf setzt. Nur ich hatte Angst dann, dass du mir hier das dann, obwohl ich hätte dann natürlich von da aus auch vielleicht da hinten hingekonnt oder so. Ja. Also wenn er gerade nach da fliegt, dann ist man eigentlich ist man dafür mit 150 Modellen, was jetzt Ars Bellica halt Maximum macht, da wird es schwierig, so einen Flieger schon wegzunehmen. Und letztendlich ist es ein Flieger, wo ich dann auch sage, da muss ich jetzt mich nicht. Eins. Wenn jetzt die drei Flieger fliegen würden, da müsste ich das so machen. Zwei, drei. Ach, guck mal hier, wir fangen an mit diesen üppigen 4-Schuss-Laserkniften. Ja. Auf die. Also alle, die einen Befehl irgendwo noch? Nee, erstmal. Achso, muss ich hier ganz am Anfang der Schussphase machen. Das machst du am Anfang, genau. Hier, den Befehl mache ich hier drauf. Schön. Und zwar zielt genau. Ja. Dann darf ich alle Trefferwürfe wiederholen. Da ich mich nicht bewegt habe. Ja, und da sind es 4 Laserkniften auf Sororitas. Ich treffe 4-mal. Mhm, auf die 4. Ich wunde 4-mal. Selberrüstung. Ich halte 3-mal. Ja, dann kommt hier noch so der eine Pistolenschuss hinterher. Ja. Boah. 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 So. Das ist das, was keinen interessiert hat. Ja, dann kommen hier dann die Pistole noch dahin. Pistole? Ja, der hatte hier seine Sturmbolzen. Ach, seine Boltstumpen. Ja, das ist eine Pistolenwaffe. Ja, mit Stärke 4. AP ist? Nichts. Nichts. Dreier Hose hält. So. Dem mangelt es auch an Zielen. Dann schießt er auch erstmal darauf. Assault 2 hat er. Ja. Trifft 2-mal. Stärke 4, eine Wunde. AP? Mit... Ich meine gar keinen. Würfelball. Die 4 sollte ja reichen. Ich bin in einer 4er Retterblase drin. Die 4 reicht. Die 4 reicht auf jeden Fall. So, dann geht es weiter. Ich habe die zurückgezogenen Hellblaster. Ich habe hier viel Dacker. Ich habe da noch was. Da noch was. Ja, komm hier. Dann möchte ich gerne mal meinen CP ausgeben und mit denen Rapid Fire 2 zu schießen, dann bin ich in kurzer Reichweite. Mit allen? Ja, 15 Zoll. Ah, 15, alles klar, die haben die. Mh. Das sind dann 2, 4, 28 6, 7. Mal. Danke. 8, 12. Auf den 14. Vorderen Trupp, ne? Ja, wie sind die denn hier unter. Ja, hier auf den vorderen Trupp. Das ist der 15er Schandertrupp. Ja. Da ist die ersten? Das ist mehr Reichweite, aber dafür kein AP, ne? Nee, das ist die ganz normale 30 Zoll. Ah, die 30 Zoll Knifte mit AP1, ne? Mit AP1. Weil das die Super, der Superbolter ist, ja. Genau. Trefferwürfe von 1 wiederholen. Mhm. Und triffst halt auf die 3. Und warte mal. Achso, ich kann erstmal gucken, ob ich den CP wieder kriege. Krieg ich wieder? Ja, dann ist das durch für den Spielzug. Ja. Und ich überlege, ob ich mir... Nee, gibt's ja gar nicht. So, dann die ersten 14. Einzeln rerollen, genau. Ich hätte doch die Trefferwürfe wiederholen machen sollen. Und Gullimans Ehren. Genau. Weil auf einen Standardtrupp macht das total Sinn. Naja, das sind die ersten. Machst 14. du die Wunden hinterher jetzt, ne? Ja. Auf die 3. Genau. Das sind 4 Stück schon mal mit minus 1. Ja, dann 4-mal auf die 4. Gehen 3.
Und das ist der zweite Schuss. Das sieht da schon mal besser aus. Das sind 2, 4, 6 Stück. Nochmal 6 Saves auf die 4. Genau. Gehen nochmal 3. Ne, 4. 4 sogar. Dann sind insgesamt 7 sind davon gestorben. Sehr gut. Das sind 63 Punkte übrigens. Ja, das ist ja dann gar nicht mal schlecht. So. Hat der Gem mag ich schon. Da gucke ich gerade, welche ich rausnehme. Ja. Auf die 3. Auf die 3 Stück nur. 3 Stück nur? 3 Stück nur. Das ist echt überschaubar. Ja. 3 Stück für den Shannatrupp. Ja, alles safe. Heavy Stubber trifft eine Wunde. Ein Safe. Laser trifft einer trifft. Eine Wunde. Vierer Retter. So, und dann den Fünfer Retter. Ist verpatzt. Okay, Avenger Bolt Cannon hat 8 Schuss. Mhm. Stärke 8, DS2. Oh, treffen auf 4, ne? Das ist ja, 2 Stück. Auf die 2 wiederum. Ja, 2 Stück. Und dann zweimal auf die 5. Ja, beides safe. Der wollte nicht. Dann habe ich nur noch die 3 Scouts. Ja. Wie viele Lebenspunkte hatte so ein... Ach, den sehe ich gar nicht, den Priester. Ein Schweinepriester. Dann schieße ich, glaube ich, auf den Vierer Celestial-Trupp da. Ja. Ich treffe dich. Ja, der ist nicht getroffen. Zweimal. Kein Mortal Wound, also zweimal auf die 3. Beides safe. So, dann will ich Angriffe ansagen. Mhm. Ich fange erstmal mit dem Einfachsten an. Er will da rein. Ja, tue ich nichts gegen. Kommt über. Auch rüber. Ja, gehe ich mal dahin. Mhm. Dann. Wo will er da rein? Ja, da gebe ich Abwehrfeuer. Das ist 16 mal Sturmbolter. Ohne Rerolls, ohne CP, ohne Verbesserung. Einfach ganz ehrlich auf die 6. 1, 2, 3, 4 mal. Widerstand ist 5 oder 4? 5. Dann ist es keine Wunde. Ich versuche überzukommen. Ich brauche eine 8. Hm? Das ist eine 7. 7? Ne, das war zu wenig. 7 reicht ja nicht, ne? Nee. Oh, dann nehme ich einen Command Reroll. Ja. Um die 1 zu wiederholen. Jo. Ein gutes Pferd. So. Jetzt habe ich wieder Stärke 4. Jetzt überlege ich gerade, ob ich den Trupp damit reinziehe. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Die müssen auf jeden Fall sterben. Oder? Jetzt stehen die da so einfach. Werden zusammengeschossen. Außerdem will ich da den. Ne, den Punkt habe ich sowieso. Den Punkt hast du, ja. Ja, komm, ich renne da mit Arne rein. Ja. Kannst mir ja gleich mal sagen, ob du das auch gemacht hättest. Kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Bist schon so groggy. Also ich habe vorhin noch das erste Spiel gespielt, das dürfte wahrscheinlich schon auf dem Kanal dann zu sehen sein, gegen Blood Angels und auch Astra Militarum. Und das erste Mal, ich sag mal, wirklich so selber so eine große Liste gespielt und das erste Mal jetzt diese Liste auch dann gespielt. Und jetzt heute Morgen um 3 Uhr nachts bin ich gerade einfach mal schon völlig fertig. So, dann wollen wir kämpfen. Ich fange hier an mit dem ja. Sentinel. Der hat er gecharged, deswegen kommt er zuerst. Ich habe kein, wie heißt es? Ich habe eine üppige Attacke. Na oh, doch, einer. Ja, weil ich ja die Sentinel-Kettensäge nicht habe. Es ist wirklich so, ich habe nur eine. Ja, aber die Sturmbolter sind weggebunden. 4, nee, treff nicht. So, möchtest du intervenieren? Nein, nein, nein. Dann rückt er ein Stückchen näher ran und will zuschlagen.
Wahrscheinlich mit seinen... Mit Schwert oder mit Faust? Ich habe keine Ahnung, der ist noch nie in den Nahkampf gekommen. Der gute Graves-Captain. Sonst habe ich ihn auch nie mit. Heute hat er mal Ausgang bekommen. Ich wollte halt einen Captain dabei haben, um die Einsen wiederholen zu können. Captain und du stellst den Captain dann nicht neben das Plasma? Ja, eigentlich wäre es sinnvoll gewesen. Ja, bei dir braucht ich das sowieso nicht überhitzen. Ja, das stimmt. Außer bei St. Celestine vielleicht gleich. So, ich habe, Attacken habe ich 5 Stück. Nein, nicht gegen St. Celestine. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme das meisterhafte Schwert. Nee, darf man doch nicht mal was wiederholen. Ja, er selber, seine Einsen, ne? Ball Captain. Ja, trotzdem. Ich nehme das meisterhafte Energieschwert. Oh, super, die Einsen wiederholen brauchen wir. Er inspiriert sich selbst. 4 Stück. Für 4 Treffer und Stärke 5 oder so, ne? Stärke 4. 4 noch, 4, 3. 3 Stück nur. AP 3, ne? Ja. Dreimal auf die 6. Der hätte auch eine Bubble Links gebracht. Dann sterben 3. 1, 2, 3. Und dann? Guck mal nach, ob es langt, dass dann das in 1 voll reinkommt. Ja. Das ist nicht mehr als 4? Nein. Okay. Dann kann ich das nicht verhindern. 2 Stück sind kämpfend. Ja. Und da vorne ist der Sergeant auch noch. Ob das jetzt reicht? Sie treffen zumindest. Ich bin jetzt im Lieutenant drin. Ja. Ja. Ja, den brauche ich auch. Brauchst auch. Sind 4 Stück. 4 Stück. 4-mal auf die 3 plus. Und da bin ich tot. Ja, komm! Komm her, Junge! Obwohl, da stand ich eigentlich ganz gut für ein Abwehrfeuer. Jo, passt so. Dann darf er hier noch schlagen? Ja, den aktivierst du jetzt als ersten, der nicht geschafft hat. 2 Attacken oder was? Ja, bestimmt irgendwie sowas. Vielleicht sogar 3. Das ist Company Commander. Den nimmt man mit für die Nahkampfqualitäten. Das weiß man doch. 3 Attacken! Und der hat ja sogar ein Kettenschwert. Dann sind es 4. Oder? Nee, nur mit Laserkanone. Laserpistole. Oh. Alle treffen? Alle treffen. Ja, dann auf die 4. Eine nur. Eine 1. Also die Banner sind nicht mit dabei. Hat tatsächlich eine erschlagen. Was ich jetzt mal nachgucken muss, ist, ob ich jetzt wieder plus 1 Stärke kriege, wenn ich selber gecharged wurde in dem Zug. Oder ob das immer nur für den ersten Nahkampf gilt. Oder ob erst ein neuer Charge. Oder ich einmal zwischendurch ungebunden sein muss. Das weiß ich noch nicht. Gucke ich nach. So, jetzt bauen wir hier die Positionierungsmöglichkeit für den Flieger zu. Dass der gleich einfach mal abstürzen tut. Dann ist seine Base nicht. So. Dass ich keinen falschen Fehler gemacht habe und auch die nicht vielleicht besser die 3-2 gebraucht hätten. Die machen auf jeden Fall jetzt den Advance. Ich habe das weggenommen, wo ich mir das markiert habe. 20 Zoll. Aber du drehst dich ja sogar erst, ne? Das heißt, du kommst dann nochmal ein bisschen raus. Ja, das müsste ich machen. Jawohl, da liegt der Würfel gut. Nee, das ist okay. Advance. Also 10 Zoll. Ja, das langt, ne?
vielleicht auch nicht. Vielleicht langt es nicht, Sven. Damit ihr seht, wie er gemogelt hat. Dreckiger Camper haben sie mich genannt. Meckert bei mir um jeden Millimeter. Ich habe gerade eine 10 Zoll Bewegung. Sind das 2 Zoll Abstand? Ja, ich habe ja 10 Zoll Bewegung noch. Und ich habe ja noch ein paar Modelle zum Bewegen. Also, Rollsprauner. Ist das nicht so eine komische Celestria von den Vieren? Wie viele sind das hier? Ach so. Weil der auch Goldapplikationen hatte. Ja. Die ziehst du raus? Die zieh ich raus. Ich glaube, das stürzt da ab. Sieht fast so aus. So. Wo? That's that. Aber wir haben noch ganz viel zu tun. Lass doch noch einmal diesen einen Inceptor-Spot hast du auch noch, ne? Zum Runterschocken. Dann ist das so eigentlich nicht schlecht, wie ich stehen tue. Mein Prediger hier vorne macht einen Advance. Die letzten erst bewegen sich 6. Das bewegen sich 6. Wird schon knapp. Vielleicht wäre Bubble aufmachen doch nochmal ganz gut gewesen für Bewegung. Ich weiß es nicht. Hätte ihm auf jeden Fall auch gut getan. Wie stehen wir an den Markern? Gut und okay. Und da komme ich bei. Das wird schwer. Die bewegen sich mit, die 6 Zoll. Und stellen sich einmal da so ein bisschen an den Marker dran für 3. Und dann kommen wir 6 Zoll vor. Und damit bei. Zack, 6. Keine Bewegung. Neun zu. Passt. Sollte eigentlich da soweit nicht klappen, dass du da irgendwo zwischenkommst. Das heißt, die Inceptors müssten irgendwo dastehen und der Flieger stürzt gleich ab. Soweit, so gut. Der Priester da, der kann sich auch noch bewegen. Der macht einen Advance.
16 Zoll. Hast du noch ein Heck? Hast du nichts zwischen? Dann können wir hier auch mal jetzt nach vorne. Was mit vorne? Und hier auch. Auch nach vorne. So. Eine Bewegung, Prinzipales. Prinzipales. Dacker vorne schweren Boltern, Einsen wiederholen ist jetzt nicht so wichtig wie gleich im Nahkampf. Deswegen geht die Prinzipales auch weiter nach vorne. Weil es das für die gleich gibt. Und für die vielleicht auch. Ja. Advanced Principalis. 8 Zoll. Und die Bubble für den Ritter. Und Advanced für die Dialogus. Ende Bewegungsphase kommen die Seraphim. Sind wir am Ende der Bewegungsphase? Ja, sind wir. Dein Heimmarker ist dieser hier, ne? Yep. Diese zwei. Sehr freundlich, dass ich dein Maßband verwenden darf. Weißt du auch den Grund, warum ich verliere? Verlierst du schon? Weiß ja. Das Spiel ist gelaufen. Sagen wir, es kommt auf die Nahkämpfe drauf an. Es wird auf jeden Fall gleich wehtun und ich habe dann einfach noch mehr übrig, um auf jeden Fall zu punkten. Vielleicht. Ich gebe ein CP aus, um einmal sofort schießen zu dürfen. Dann hast du noch wie viel? 5. Ich stelle aber die Flammenpistolen anders auf. Die haben jetzt noch einmal 12 Zoll. Und 12. Und ich da gleich mit allen in Pistolen Range. Dann sind das einmal 4W6 Flammenpistolen in den Astra-Trupp. Und ich nehme die Boltpistolen alle mit auf die. Ich will die jetzt tot haben, diese Runde. 4W6 Flammen. Ist halt von 4 bis 24 alles drin. So sind es 12. Zwölf mal auf die 4, weil es Stärke 3. Sechs Stück. 6 mal auf die 5. 1, 2, 3, safe. Dann sind das noch 16 Schuss Boltpistolen. Auf die 3. Und auf die 3.
hat jetzt mit der eigentlichen Schussphase noch nichts zu tun. Das ist außerhalb der Sequenz. 4, 8 Stück. Vier Stück. Fünf. Fünf tot, ne? Jetzt musst du mal eben nehmen. Ja. Dann nehme ich mir mal mein Maßband. Nee. Ich glaube, entweder nicht mehr im Marker oder in Reichweite bleiben für einen weiteren Beschuss. Wie viel hatte ich? 5, oder? 5, ja. Wie weit wäre der Charge? Kannst du das gerade mal gucken? Das wäre die 9. Die 9. Das ist nicht kriegsentscheidend, da dran zu stehen. Das ist kriegsentscheidend, dass du dann nicht mehr dran stehst. Das ist ja eigentlich... Nicht kann. Wieso nicht? Muss es doch 9 Zoll Abstand halten, oder? Ja, hab ich. Hab ich zu allen. Ja, okay, fast 10, ja, stimmt. Also da, das war schon, da reicht die 9 so gerade eben. Für dein ungeschicktes Entfernen deiner Modelle kann ich ja nichts. Aua. Der haut mich. Runde 2 der Schwestern ist vorbei. Wir sind gerade schon wieder im Zug 2 der Ultramarines mit drin. Ich habe den Heimmarker freigebrannt mit den Seraphim aus der Reserve. Und im Zentrum ist mein Charge leider so ein bisschen verpufft. Und insbesondere bitter war, dass St. Celestine zwar trotz Glaubensaktunterstützung für ein zweites Mal kämpfen, nur 4 Hellblaster rausgenommen hat und 4 Lebenspunkte beim Ancient. Dafür aber selber wegen 4 Lebenspunktverlusten im Abwehrfeuer die letzten beiden Lebenspunkte da in der Nahkampfphase verloren hat. Steht zwar wieder, aber es steht ja zu befürchten, dass sie... da gleich noch ins Gesicht bekommt und vielleicht wieder stirbt, dann allerdings ohne Möglichkeit nochmal aufzustehen. Ja, der Flieger ist abgestürzt, konnte nicht platziert werden. Und es kommen noch Inceptors. Mittendrin im Zug 3 Space Marines, was jetzt mittlerweile, ich glaube, sowas Richtung 5 Uhr morgens ist, haben wir uns jetzt darauf verständigt, dass nach Runde 3 zu Ende ist. Werden aber das gleich ein bisschen maßhammern müssen. Seht's uns nach, das ist für uns alle die 6. Stunde. Ein Rüstungswurf für die Celestia, den steht. Dann geht es weiter. Hier, Captain schlägt darauf. Eins wieder rüber. Stärke 5 nur. Mhm. 3 Stücken, minus 3. Prinzipales war das, ne? Ja. 2 Flat Damage. Ja, ist du tot? Tot. Dann. Das war der Warlord, also steht für 2 Character Kills. Dann hier den Charakter. 2. Oh, nix. Nix. Dann will ich hier nochmal Gullimans Erben zünden. Mhm. Warte mal, oder will ich da hinten zuerst kämpfen? Ja, ich will da zuerst kämpfen. Gullimans Erben, Trefferwürfe wiederholen. Das sind zumindest 2, 4, 5 Wunden. 5 Mal auf die Serberüstung. Eine stirbt. Jetzt bist du dran. Einer aus. Irgendwo was. Nee, du bist erst hier mit Ätherin. Nee, das, die waren auch noch kämpfend. Deswegen. Achso, okay. Habe ich eine Möglichkeit, dich aus dem Latschen zu kloppen, ne? Wurde gecharged, deswegen wieder plus 1 Attacke, plus 1 Stärke.
Bin aber nicht ein Prediger. Also nur 4 Attacken. Dafür alle. Munde auf die 3. Also zweimal. Zweimal minus 1. Also auf den Lieutenant. Nee, auf den Lieutenant. Auf den Lieutenant? Ja, ja, mit dem ich halt schon gebunden war, ne? Ja, okay, dann minus 1. Minus 1. Ja, dann gehen beide durch. Dann bin ich halt auf 2 runter. Ja. Aber das war die ganz verrückte Idee, dass ich die vielleicht sogar tötete. Ja, den Enzian hätte es getötet. Ja, aber der haut ja nicht mehr, der hat ja schon gehauen. Jetzt schlägt der Lieutenant noch zu. Trifft. Inspiriert sich selbst. Eine. Dreier Hose. Oh, das gibt's nicht. Die unendliche Lady. Das ist die Lady mit dem Noppenstreitkolben. Hier kannst du noch zurückschlagen. Ja. Hattest du den einen da rausgenommen? Da habe ich einen rausgenommen, ja. Das ist die. Das ist da große Lücke da vorne. Bin noch ein Prediger mit drin, also 2, 4, 6, 8, 11 Attacken. Aber nun Stärke 3. Ah, da habe ich mich da vorne auch blöd hingestellt. Das Spiel hättest du auf Dauer gewonnen. Eine Wunde. Safe. Ja. Prediger und Dialogus. Dialogus hat, ich glaube, eine Attacke, aber jetzt 2. Plus noch eine. Nee, sie hat die Ordensfähigkeit nicht. Aber der Prediger gibt dir plus eine Attacke. Minus 1. Ich treffe dich auf die 5, aber dafür hat mein Stab Stärke 4. Keine Wunde. Und der Prediger. Das ist auch kein Unterschied, macht bei Widerstand. Ja, macht 3 Attacken und wundert nicht. Sonst ist, glaube ich, nichts im Nahkampf drin an der Stelle. Nee. Dann lass uns zählen. 1. Hier, glaube ich, habe ich mich auch wieder doof hingestellt, oder? Befürchte. Ein bisschen wurde es, glaube ich, noch verrückt, als du da dein Modell runtergenommen hast. Aber ja, bis mit 2 dran ist deine. Gut, danke. Aber hier habe ich noch einmal. Ja, einmal zwei. Zwei Marker. Zwei Marker. Mein Homemarker, die zweite Runde. Homemarker zum zweiten. Ich habe dann meinen Homemarker jetzt das dritte Mal gewertet bekommen. Am Ende des Spielzuges ist er dann jetzt so gut Mitte. Und ich habe jetzt wie viele Charaktere getötet? Du hast die Prinzipales getötet als Kriegsherrin und die Celestine ist bei 3. Beiden Preacher und die Dialogos leben halt noch. Ja. Weitere Charakter hast du nicht. Bis jetzt bei 3 Charakter-Kills dann faktisch. So. Wir Marf-hammern mal mit ganz viel Laserfeuer, töte ich den. Ja. Dann hättest du da noch 2 rausgeschossen. Und ja. Ja, und dann wäre irgendwann wäre der Trupp, und dann hätten aber die, ja. Hätten die auseinandergenommen, die hätten die auseinandergenommen. Ja, dann bleibst du dabei, dass du dann immer 3 Markerpunkte hast und ich immer 3 Markerpunkte. Wir ein bisschen. Ja, nee, 3 Marker habe ich ja gar nicht. Nur 2. Ja, aber ich meine, dann geht das Mörser-Team, geht hier einmal raus, schnappt sich den, da passiert ja nichts mehr. Hätte ich eigentlich letzte Runde schon machen können, ja. Dann hätte ich sogar mit dem Lasergewehr noch schießen. Dann hältst du das da, dann hast du das dann damit irgendwo. Ja, ich gehe da jetzt halt, würde jetzt da halt aus den Nahkämpfen mit rausgehen und versuche ja, zu erschießen. Zwing dich halt da ganz viele Dreier-Saves abzulegen und mit Melter ist da auch nochmal was mit bei. Ansonsten da in den Intercessors bleibe ich da stumpf mit irgendwo mit drin stehen. Oder ich würde sogar hier sogar versuchen, da mit denen den Charge zu machen und einen mit. Also auf Dauer hättest du das auf jeden Fall. Du liegst ja schon deutlich vor, ja. Und du hättest auch auf Dauer gewonnen. Nein, also hier müsste ich jetzt vorgehen und versuchen, die mit Kesseln halt zu verhindern, dass du dich aus dem Nahkampf zurückziehst. Dann geht es da, dann hast du halt noch die beiden Charakter, da passiert halt nicht mehr mit. Und dann, ja. Wie viele Lebenspunkte hat die olle Tussi? Die mit dem Energiestreit, Dildo? Ja. Mit dem Strap-on, mit dem die beiden Charakter da jetzt gerade richtig verprügelt hat.
Ein Lebenspunkt hat sie. Es ist die, seit Anfang an sitze ich in den Scheißviechern drin. Nein, die Celestia ist für 11 Punkte mit 2 Attacken im Profil und Treffen auf 3+. Die rasten völlig aus, wenn die in den Prediger stehen und irgendwo die erste Runde von einem Nahkampf haben, dann mit 4 Attacken Stärke 4, ich treffe dich auf die 3. Und auf 5+ macht der Trupp das Ganze einfach nochmal. Und dann andauernd den Retter. Das ist das Schlimme. Ja, also Vierer-Retter. Vierer-Retter. Sogar dann. Also, ich muss sagen, das ist eine Spielvariante, die ich so mit den Soros seit dem Hexenjäger-Kodex noch nie gespielt habe. Ich weiß, es gab mal irgendwann das legendäre Prügel-Haku. Ich habe mir am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht wegen Moralanfälligkeit, kann man aber relativ gut steuern mit dem einen Glaubensakt und halt CP-Bereitschaft, da was auszugeben. Was dir jetzt gefehlt hat, waren natürlich wirklich, deine Punkte waren alle weg. Meine Punkte waren quasi alle weg. Also Glaubenspunkte waren jetzt, glaube ich, irgendwie noch ein oder zwei. Und halt CPs irgendwo waren dann halt auch weg. Jetzt kannst du dich drüber streiten, willst du da am Anfang 3 Zoll Bewegung in die Bubble mit reingeben? Aber ey, ich stand in dem ersten Spielzug in deiner Zone. Mit einer reinen Fußlatscher-Infanterie-Armee. Stand ich in deiner Zone. Ja. Drüber Hammer und Amboss. Obwohl, das wollte ich ja. Für mich ist das Spiel gebrochen, weil ich den Flieger nicht vernünftig behandelt habe. Wenn der Flieger noch stehen würde. Wenn er noch mitschießt, dann verliere ich hier mein Hinterland. Zwei Runden. Ja. Die er nicht geschossen hat. Mein Mini of the Match ist meine Principalis. Bei mir ist es ja eigentlich der Flieger. Mini oder Miss Mini? Nein. die Mörser haben da ziemlich geil geschossen. Eigentlich ist es der Ancient gewesen, der St. Celestine im Nahkampf erschlagen hat. Weil dadurch konnte sie in der Schussphase töten. Anstatt sie in deiner Schussphase zu töten, dass sie dann das zweite Mal wieder schießt. Ich habe einfach nur Glück gehabt, dass du das falsche Ziel ausgesucht hast. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt. Das war Hanebüchen, die damit in die Hellblasters da mit reinzuschieben, die hätte einfach damit mitten in der Mitte die Intercessors, also die Shannat-Jungs mit angreifen sollen, dann wäre das da zügiger gegangen. Also mein Plan war eigentlich gewesen, hier mit Hellblaster und den 6 Dingern hier langsam vorzurücken und eigentlich den Rest so zum Absichern zu lassen. Dass du dann natürlich so früh bei mir gestanden hast, verkacke. Ich habe keine andere Chance. Aber du hast natürlich mein Lockmittel vorne gut gefressen. Ich habe mir gedacht, ja, dann soll er dann halt die blöden Astra-Viecher alle kaputt schießen. Die interessieren mich nicht. Ja, ich hatte aber auch keine Lust, dann so viel Feuer vom Ancient dann zu fressen. Das tut mir dann auch weh. Ja. Hat ja noch ein bisschen Respekt vor. Vor allem, ja, der hat es ja auch wieder gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, definitiv. Also nicht nur im Nahkampf, sondern auch... Modelle zählen wir mal gleich noch, die ich noch habe, ne? Astra Militarum 32, Retributorinnen 52 sind noch da, 55 Charaktergedöns. 55, 58, 62, 96, 68, 69, 69, 71, 73, 75, 77, 78 Modelle habe ich dann noch. Das heißt, noch, die 75 habe ich nicht gepackt. 3 haben mir gefehlt. Ja. Die hätte ich noch gepackt. Das hättest du wohl geschafft, glaube ich, dann in der Zeit. Das hätte noch gereicht. Also es wäre kein überragender Sieg für dich, glaube ich, geworden. Wir können uns gerne auf einen 505 zu 495 einigen. Wegen der Zeit.